Hi ihr Lieben, ich wollte euch mal wieder zeigen, was ich so esse. Und zwar gibt es heute eine Abendessen-Inspiration von mir. Ich habe mir einen richtig, richtig großen Süßkartoffel gedämpft. Also der war ungefähr so groß wie der Teller hier und mein Teller ist echt, ja, ist schon groß, ja. So groß, so hoch. Und den seht ihr jetzt hier. Und im Instant Pot braucht er nämlich nur 2 Minuten, ja. Bis der gedämpft ist. Total großartig. Also schneller geht's nicht. Und dann habe ich mir hier ein bisschen schwarze Bohnen auch im Instant Pot gemacht. Die haben gebraucht, ja, ungefähr 10 Minuten. Ich habe die vorher über Nacht eingeweicht. Dann habe ich noch dabei ein bisschen Restsalat von gestern, so ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate, bisschen Kümmel, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Balsamico-Essig. Und eine Zwiebel. Jo, das war's auch schon. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.